Wolfgang Klinger, Wirtschaftssprecher der FPÖ, ist nun am Wort. Wenn ich dem Kollegen Schellhorn jetzt so zugehört habe, dann würde ich schon die Feststellung machen, dass er ein bisschen auf seinen Blutdruck aufpassen muss, weil der Kopf war hochrot angeschwollen. Und ich glaube, gesundheitlich betrachtet könnte das ganz gut tun, wenn du ein bisschen herunterkommen würdest. Aber ich gebe dir in vielen Dingen recht. Die kleinen und mittelständischen Betriebe sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Und nicht nur seit den letzten Jahren, sondern seit dem Zweiten Weltkrieg, als unser Land ganz, ganz tüchtig und fleißig wieder aufgebaut wurde. Aber was mich schon ein bisschen verwundert, ist, du greifst aus einer Position an, wo du ganz genau weißt, so wie die übrige Opposition auch, dass wir erst 4 Monate in Betrieb gegangen sind. Und eines ist sicher, wir sind im gleichen Boot. Und ich habe dir ja schon gesagt, du kannst dich darauf verlassen, dass mit mir eine Wirtschaftspolitik stattfinden wird, die wir sehr wohl unserer Bevölkerung auch zumuten können und die unsere Bevölkerung bei den nächsten Wahlen auch gutieren wird. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und was ganz wichtig ist in diesem Land ist, nachdem wir jahrelang wettbewerbsmäßig zurückgefallen sind, haben wir uns dazu entschlossen, viele Maßnahmen zu setzen, um diese Wettbewerbsfähigkeit wieder zurückzubekommen. Nicht nur national, auch international. Und da geht es auch ins Steuerrecht, besonders im Steuerrecht, wo internationale Konzerne ihre Gewinne hier in Österreich nicht versteuern müssen. Da müssen wir mal den Hebel ansetzen, dass diese Konzerne dort, wo sie Gewinn machen, auch Steuern bezahlen. Ist bereits in Arbeit. Eine entscheidende Sache, das betrifft jeden Betrieb und das betrifft aber auch den Staat. Ein aufgeblähter Staat wird nie positiv agieren können. Wir brauchen einen schlanken Staat. Wir müssen unsere Planposten an das Maß der Besten orientieren. Und ich sage nur ein Beispiel. In meiner Heimatgemeinde sind 16 Planposten in der Verwaltung vorgesehen. Besetzt haben wir 8,3, das sind ungefähr 52%. Und dann kann ich nicht in anderen Institutionen davon sprechen, weil wir 92% Besetzungsgrad haben, dass das ein guter Wert ist. Da können wir noch vieles machen, da können wir noch gewaltig herunterkommen und wir müssen das auch tun, wenn wir besser werden wollen. Seit ich Unternehmer bin, leide ich am Überbürokratismus. Und was kann man dazu tun? Was wird auch schon in Angriff genommen? Sehr geehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank und herzliches Grüß Gott. Sie sind, glaube ich, jetzt erst gekommen. Es wird in Zukunft eine Gesetzesdurchforstung geben, die auch seinen Namen verdient. Wir sprechen ja schon lange davon, dass wir die Gesetze einschränken wollen. Aber was passiert? 3 Schritte vor, 5 Schritte zurück. So kann es nicht weitergehen. Wir werden da vieles noch ändern müssen oder auch die Genehmigungsverfahren für die Betriebe. Das muss an einer Stelle passieren, das muss schneller gehen. Oder, was auch schon in Angriff genommen wird, das kann ja niemand in Abrede stellen, Lohnabgaben an eine Stelle zu schicken, an eine Stelle, das wird für die Unternehmen eine gewaltige Erleichterung sein. Diese Lohnabgaben, die zurzeit über 1000 verschiedenste Möglichkeiten für alle Betriebe betreffen, sind nicht handelbar. Da haben wir alle Hände voll zu tun, dass hier etwas anderes passiert. Wir müssen bei der Arbeitslosenversicherung danach gehen, wie viel Arbeitslosigkeit haben wir. Und die Arbeitslosigkeit geht zurück. Und ich komme noch darauf zurück, weil es immer erst die 50-jährigen Arbeitslosen. Ich habe beste Erfahrungen gemacht mit Mitarbeitern, die ich über 50-jährig in meinem Betrieb eingestellt habe. Der Unterschied liegt nur darin, will ich arbeiten oder will ich nicht arbeiten? Kann ich arbeiten oder kann ich nicht arbeiten? Das muss man bewerkstelligen. Und wenn wir zur Energie kommen, eine ganz entscheidende Sache für die Zukunft. Die Energie muss ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Die Energie muss aus erneuerbaren Energien so weit wie möglich kommen.
Und die Energie muss auch dahingehend gestärkt werden, dass wir aus Strom oder durch die Stromerzeugung unseren Eigenbedarf komplett decken können. Und das wird nur mit der Wasserkraft gehen. In diesem Sinne. In diesem Sinne haben wir sehr, sehr vieles zu tun hier in diesem Österreich. Und das Letzte, was ich sagen will, eines, was essentiell ist, wenn wir unsere Familien nicht wieder gewollt, leistbar und gesellschaftlich anerkannt machen, dann wird die Sache keinen guten Ausgang nehmen.